Joa, Freunde, und damit herzlich willkommen zum Otaku-Hall für den März am 1. April. Ja, und ich brauche jetzt erstmal eure Hilfe. Schreibt mir am besten in die Kommentare, ob ich mich immer hinsetzen soll beim Otaku-Hall oder ob ich stehen soll. Was gefällt euch besser? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich persönlich finde, es ist so besser, aber ich möchte dabei auch eure Meinung hören. So, ich habe das heute auch alles ein bisschen anders gemacht, weil ihr habt gesehen, das ist eine ganze Menge. Ich habe das jetzt nicht nach Verlag und sowas sortiert, denn ich habe einmal, was ich gelesen habe und was nicht, das ist jetzt schon alles wieder durcheinander. Ich habe neue Manga, ich habe abgeschlossene rein, ich habe neue abgeschlossene rein und ich habe was zwischendurch. Demnach wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Haul. Oh mein Gott, Leute. Wie soll ich daraus nur einen vernünftigen Otaku-Haul drehen? Oh mein Gott. Hallo Freunde und herzlich willkommen zum Otaku-Haul im neuen Monat. Die LBM war gewesen, die Shisei war gewesen, ich habe viele Manga und das habt ihr eben gerade im Pre-Intro gesehen. Ich wünsche euch jetzt natürlich viel Spaß. Zuallererst mal habe ich mir eine Funko-Pop geholt und zwar Sora in der Hero-Form. Die Hero-Form ist das, wenn er diese rot-schwarzen Klamotten anhat. Dementsprechend habe ich jetzt zwei, einmal die Ultimate, einmal die Hero-Form. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Fehlen mir noch drei, also mit dem normalen sind es noch drei. Wo wir gerade bei Kingdom Hearts sind, ich habe mich nach Jahren endlich mal entschlossen, mir die Kingdom Hearts Manga zu kaufen. Einmal haben wir hier Band 1 bis 4 von Kingdom Hearts 1 und Band 1 und 2 von Chain of Memories. Habe ich auch alle schon gelesen. Ich finde sie naja. Manga zum Spiel ist immer so eine Sache. Wenn ihr den Manga gelesen habt, könnt ihr mir gerne mal in die Comments schreiben, was ihr davon haltet. Das gilt im Übrigen auch für alle anderen Manga, die ich vorstelle. Und ich fange jetzt sowieso erstmal an mit den Manga, die ich gelesen habe. So Leute, ich habe es natürlich auch nicht nach Verlag sortiert. Und ich habe jetzt erstmal hier vier Manga, deren Reihen ich jetzt abgeschlossen habe. Zum einen Osama Game Origins Band 6. Ein sehr, vorhersehbares Ende. Da Origins ja direkt am normalen Osama Game anschließt. Und ja, überzeugt euch einfach selbst. Ich fand Osama Game ist eine schöne Manga-Reihe gewesen. Und ist sie auch immer noch. Dann das Yuki Go to Hell Band 6. War sehr schön. Auch da war das Ende mehr oder weniger vorhersehbar. Zumal der Twist am Ende da war und ja, war ganz schön. Kann ich Ihnen empfehlen? Ich weiß es nicht. Ich fand die ersten drei Bände sehr gut. Ab dann hat das echt so mehr oder weniger nachgelassen. Fand ich ein bisschen schade. Aber naja. Naja. The Magician and the Glittering Garden Band 3 ist der Abschlussband dieser Reihe. Fand ich ihn gut. Band 1 ja, Band 2, Band 3 war scheiße. Fand ich nicht gut, kann ich irgendwie nicht empfehlen. Zumindest, weil gut, Band 1 war schön, Band 2, wie gesagt, naja. Und Band 3 war mehr so, dass wir müssen den zu Ende bringen. War ziemlich schade, das ist immer so. Es ist immer doof, wenn das im Manga so reingedrückt wird, alles. Statt dass man nochmal ein bisschen Zwischenstory reinpackt und nochmal vielleicht ein Band mehr oder zwei. Ich weiß es nicht, ich selbst bin kein Mangaka, aber ja. Wie seht ihr das? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Zu guter Letzt Dranks Writing Band 9. Ziemlich abruptes Ende, ein ziemlich schönes Ende. Viele Anspielungen, ich fand Dranks Writing super. Also doch, ich bin sehr zufrieden damit. Schade, dass der Manga zu Ende ist. Aber naja, lieber so ein Ende, als wenn man es nachher verhunzt. Wenn ihr den gelesen habt, eure Meinung, ihr wisst. Wenn nicht, kauft ihn über meine Amazon Reflinks. Damit unterstützt ihr mich und ihr zahlt nicht mehr Geld. So, dann kam von Mangaka Nilo mein erstes Mal Schmetterlinge im Bauch raus. Ist der erste Band einer Manga-Reihe wahrscheinlich. Und ja, da waren zwei von den Match-Me-Cards drin. Kann man erkennen. Super.
sehr schön. Hat mir gefallen. Der Zeichenstil ist ein bisschen, ist nicht meins. Der Zeichenstil ist nicht meins, aber ich glaube, Nilo ist auch ein deutscher Mangaka, ein deutscher Mangaka. Nee, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, verbessert mich, falls ich mich irre. Aber, naja, ich hole mir den nächsten Band und ja, schön ist es, aber der Zeichenstil ist nicht so meins. Aber da lässt sich ja drum streiten, ne? Miracles of Love, Band 6, sehr schön gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass mit dem nächsten Band oder vielleicht auch dem übernächsten Band endlich der Abschluss gelingt und dann hätte der Manga auch ein sehr schönes Ende. So wie es aus. Igai, Band 7. Sehr schön und auch hier hat man anscheinend eine Lösung für das Zombie-Problem gefunden, was vielleicht auch bald davon zeugt, dass Igai irgendwann zu Ende geht. Sehr, sehr schön. Es ist ein toller Charakter verstorben, was ich nicht so schön fand, aber gut. Haus der Sonne Band 10, eine sehr, sehr schöne Reihe, wie ich immer wieder zu sagen pflege. Und auch hier könnte es bald sein, dass Haus der Sonne endet, ich weiß nicht. Ich gebe dem Manga vielleicht noch bis Band 14. Wenn ihr da genaueres wisst, könnt ihr mir dies gerne in die Kommentare schreiben. Attack on Titan, Before the Fall, wieder sehr dick. Der Manga, sehr schöner Lesestoff. Und es ist einfach super zu erfahren, wie die Ausrüstung entstanden ist. Wer die Ausrüstung erschaffen hat, wer den ersten Titan gelegt hat. Ich hoffe, von Before the Fall wird auch irgendwann nochmal ein Anime rauskommen. Das wäre einfach mega geil. Ich bin Attack on Titan Fan. Ich mag den Manga zwar lieber als die Serie, aber trotzdem gucke ich die Serie. I Am a Hero Band 21. Auch wieder sehr schön. Ich muss sagen, I Am a Hero ist immer sehr schnell durchzulesen. Geht vielleicht nicht nur mir so, ich hoffe es zumindest. Und es ist halt relativ wenig Input an Story drin. Deswegen freue ich mich halt schon auf Band 22, weil, wie gesagt, ist schnell durchzulesen und ja. Parasite Band 7, schon wieder ein siebter Band, ist glaube ich der vorletzte, ich glaube Band 9 wird der letzte sein, bin mir aber gerade nicht sicher. Wenn ihr da genaueres wisst, ihr wisst Bescheid, wo ihr es reinschreiben könnt. Sehr schön gewesen, ich habe halt den Anime geguckt und ja, ich bin mit dem Manga zufrieden, mehr als zufrieden. Nisekoi Band 24, der vorletzte Band der Reihe. Band 25 wird der letzte sein, ist der letzte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so verdammt gehypt auf das Ende, weil jetzt kommt wirklich so dieses so, die große Entscheidung, was war damals los, boah, ich bin mega gehypt, ich bin sowas von krass gehypt, geht es euch da genauso? Ja, geht es euch genauso, ich muss es wissen. Danmachi oder auch Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon Band 4. Wow, ich habe den Titel mal komplett ausgesprochen. Und ich muss sagen, Band 4 war super. Also ich bekomme immer mehr Lust, den Anime zu sehen. Ich bin gerade dabei, Love Live zu gucken. Yay. Vielleicht werde ich demnächst mal Danmachi anfangen. Ja, ich bin überaus zufrieden. Also, ja. Gerade in dem Manga ist dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Gedöns mit dem Supporter zu Ende gegangen und alles ist cool und ja, ich freue mich zu lesen, wie es weitergeht. So Leute, Dragon Ball Super Band 3, der Anime ist zu Ende, der Manga läuft dementsprechend noch weiter und ja, ich weiß, der Anime ist nur pausiert, im Dezember kommt ein Film, nächstes Jahr geht die Serie weiter. Gut, wissen wir jetzt alle. Band 3 ist noch mitten im Kampf gegen Black Goku. Damit haben wir es erklärt. Und One Punch Man Band 11, das genaue Gegenteil zu Dragon Ball. Ja, mega geil. Ein Band 11, kann man sagen, ist ein Manga, der um Metal Bad geht. Also es wird viel von Metal Bad gezeigt. Am Ende wird unser guter Saitama noch mal ein bisschen gezeigt. Und das war es eigentlich auch schon. Denn er nimmt ja an dem Turnier teil und hat seinen ersten Gegner mit One Punch erledigt. So Leute, Naruto Massive Band 6 und 7. Der finale Arc hat in 7 begonnen. Wissen wir alle, wie es da weitergeht. Mit Sasuke und sowas. Und ich glaube, in Band 10 ist schon Shippuden dran. Kann ich aber nicht mehr sagen, ich weiß es nicht. Machen wir jetzt ganz einfach, Leute. Ich habe sehr viele Manga mit sehr vielen Extras. Und zwar einmal
Tabutatu Band 7 mit einer Character Card. Ja, wieder ein Band 7. Geil. Dann Undead Messiah. Wieder mit so einem geilen Zombie-Jagd-Block. Band 2 im Übrigen. Und auch der vorletzte Band, denn Band 3 ist schon der letzte. Say I Love You mit zwei Match-Me-Karten ist übrigens der 5. Band. Habe ich alle noch nicht gelesen, Leute. Also beschwert euch nicht, wenn ich nichts darüber erzähle. Aber ich denke mal, wenn das Video online kommt, habe ich die meisten schon wieder gelesen. Von daher können wir gerne in den Kommentaren diskutieren. Anonymous Noise Band 4 mit einer Character Card. Und wie es in den anderen drei Bänden so üblich war, wird diese Character Card wahrscheinlich das Cover sein. Sehr schön. Der neue I Love Shoujo Manga. Verliebt in Prinz und Teufel? Fragezeichen. Sehr schön. Und da hinten habe ich die Schokocard reingepackt. Ja, ich habe nämlich alle einmal aufgeschnitten, die Folien und die Sachen nach hinten gepackt, damit man das ein bisschen einfacher im Haul zeigen kann. Hier ist jetzt die Folie abgefallen und zwar My Hero Academia Band 11 mit Farbseiten und einem geilen Tattoo. Wer will so ein komisches Tattoo denn haben? Da sind Sticker doch viel geiler. So wie in Fire Force Band 1. Ja, ich habe ihn mir auch mal endlich mal geholt. Da ist nämlich ein Stickerbogen drin. Und in Skyworlds Adventures ist sogar ein Poster drin. So Leute, und wie dieses Poster aussieht, das sehen Sie jetzt. Es sieht sehr, sehr schön aus. Ja, würde ich mir nicht aufhängen, weil ich habe hier keinen Platz. Hier kommt Fanarts hin. Da sollen noch ein paar Fanarts hin. Ja, demnach ist kein Platz. Malt mir Fanarts, damit hier alles schön aussieht. Mein erster Manga vom Verlag Manga-Kult. Ich weiß gleich, ob das ein Verlag ist, aber ich denke mal schon. Und zwar Green Worlds mit Z. Hier eine geile Charakterkarte drin. Und diese Edition ist limitiert auf 99, exklusiv zu erhalten gewesen auf der LWM. Und ich habe noch einen Manga bekommen von Egmont Manga. Mir wurde gesagt, das ist Prinzessin Mononoke der Neuzeit. Sprich, Prinzessin Mononoke in dem Sinne als Manga. Halt nicht Prinzessin Mononoke, aber von Zeichenstil, Story und sowas erinnert das halt ein bisschen an Prinzessin Mononoke. Habe ihn noch nicht gelesen. To Your Eternity heißt der. Werde ich euch mal unten verlinken. Könnt ihr euch gerne gönnen. Und dann können wir auch drüber diskutieren. So Leute, wir haben es gleich geschafft. Dolly Kill Kill Band 7. Ja, wieder eine 7. Ich sag schon gar nichts mehr dazu, Leute. Dolly Kill Kill, sie haben sich ins Nest gewagt, ins Zuhause der Dollys. Und die Teams treffen aufeinander. Die einen sind unten reingegangen, die anderen oben. Sie treffen mittendrin aufeinander. Und es wird spannend. Wie weit wird der Manga noch gehen? Ich weiß es nicht. Wird er auch schon mit Band 10 enden? Ich weiß es nicht. Könnt ihr es mir sagen? Wisst ihr es? Wäre cool, wenn. Schreibt es mir in die Comments. Tokyo Ghoul Re Band 10. Oh mein Gott, den hat er noch nicht gelesen. Ich weiß, im April kommt, glaube ich, schon Band 11 raus. Den habe ich jetzt noch nicht gelesen. Kam ich noch nicht zu. Muss ich noch nachholen. Food Wars Band 13. Die Entscheidung steht fest. Der Herbstauslese. Dann kommen wir zum letzten Kapitel der zweiten Staffel und dann geht es auch schon bald los mit der dritten, ich glaube im Band 15 wahrscheinlich. Mob Psycho 100. Ich habe ja erst gedacht, ah, der Manga, scheiße, aber so nach Band 2 finde ich den Manga echt schön und es wurde auch schon eine zweite Staffel angekündigt, bin ich der Meinung. Aber ja, ich werde mir den Manga durchlesen, denn ich habe mehr Zeit für Manga als für Anime zurzeit. Das wisst ihr auch, weil ich halt viel mit YouTube und sowas beschäftigt bin. Und mit dem Zocken. Und mit YouTube. Und mit nach Hamburg fahren, Conventions und so. So, Prison School Band 19. Es wird interessant. Es wird interessant. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass es nicht mehr lange dauert, bis Prison School endet. Ich denke auch mal so 4, 5, 6 Bände. Dann ist vielleicht schon Ende. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr mehr wisst, ob ihr den auf Englisch oder Japanisch lest, ob da irgendwie ein genauer Abschlussband feststeht. Wäre interessant zu wissen. Dann hätte ich hier noch Werewolf Game Beastside Band 2. Und ja, Band 2 haut so ein bisschen rein. Denn anscheinend wurde der erste Werwolf gefunden. Ja, Leute, und ich finde es immer wieder cool, wenn ein Verlag
auf seine Leser, auf seine Fans, auf seine Community hört, sodass Leute dann sagen, hey, ich brauche den und den Manga von dem und dem Manga noch, also den und den Band von dem und dem Manga, und den gibt's nicht mehr zu kaufen und für 50 Euro auf eBay und sowas, könnt ihr die nicht reprinten? Und der Verlag sagt dann so, nein. Und dann sagen die Fans, hey, wir gründen uns zu einer großen Community zusammen und starten eine Petition. Ja, und die ist endlich durchgekommen, denn von Hunter x Hunter gibt es jetzt Reprints. Sehr schön. Hier noch so das alte Logo und vorne haben sie halt schön das Reprint-Design gemacht. Sieht mega geil aus und anscheinend kommen jeden Monat 2 Manga raus. Eine neue Reihe, die ich auch angefangen habe. Ich habe weder den Anime geguckt, noch den Manga gelesen und freue mich dementsprechend doppelt und dreifach so doll ihn lesen zu können und zu dürfen. Danke hier an Carlsen Manga. Ja Leute, ich hoffe der Haul hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich das wieder so im Stehen machen soll oder lieber im Sitzen. Was euch natürlich lieber ist. Ich meine, wie gesagt, Stehen ist mir lieber, aber wenn euch das Sitzen mehr gefällt, also das im Sitzen, dann mache ich das so, habe ich kein Problem mit. Ja, ich finde halt einfach so, kann ich mich frei bewegen und mit den Händen rumfuchteln. Ja, ich mache das ganz gerne. Ihr kennt mich. Und ja, wenn ihr Manga kaufen wollt und mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne über meine Amazon Affiliate Links, alle Manga sind unten verlinkt. Es kostet euch nicht mehr, ich kriege nur eine kleine Provision von Amazon ausgezahlt. Und ja, wie gesagt, ihr unterstützt mich damit. Ihr könnt auch einfach auf einen Link gehen, dann irgendwas anderes kaufen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht unbedingt das kaufen, was auf den Link angezeigt wird. Trotzdem bleibt der Affiliate aktiv und ich bekomme trotzdem eine kleine Provision. Das wollte ich nur noch mal verständlicherweise erklärt haben. Und ja, wenn euch das Video soweit gefallen hat, wisst ihr, wie ihr mir das zeigen könnt. Denkt dran, LTAB. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei all meinen anderen Videos auf irgendeiner Con oder sonst wo. Bis dann und tschüss.